Hallo und moin moin, ich möchte dir zeigen, wie du dieses Schmuckstück hier bekommst, und zwar das versteckte Artefakt für den Feuermage. Und dafür musst du einfach nur nach Suruma und musst einige Nachgeborene töten. Wenn du Glück hast, dann dauert das gar nicht so lange. Ich habe nur, wenn ich ehrlich bin, 5 Sachen gekillt. Das war eigentlich lachhaft schnell. Normalerweise kann es sein, dass du mehrere Stunden brauchst, 1-2 Stunden. Es kann auch, wie gesagt, 2-3 Minuten dauern. Es ist eine reine Glückssache. In Suruma angekommen, habt ihr die Möglichkeit, Nachtgeborene zu töten. Und am besten geht das entweder in der Mondwachfestung oder in Suruma selber. Das ist direkt da auf der Karte. Ich markiere es euch. Und der Vorteil ist, an der Mondwachenfestung, hier sind extrem viele Mobs und die spawnen wahnsinnig schnell. Und wenn ihr Glück habt, dauert das, wie gesagt, gar nicht lange. Ihr solltet bloß darauf aufpassen, dass ihr nicht zu viel pullt, denn sonst kann das sein, dass ihr sterbt und das wäre nicht gut. Deswegen wirklich dosiert pullen. Am besten geht es als Arcane-Mage, da ihr da wirklich ohne Probleme Massen kaputt machen könnt. Ihr könnt es ja auch slowen mit eurem Anketten und mit der Arcane-Explosion könnt ihr sie ziemlich gut zergen bzw. dann töten. Und dann wird es definitiv klappen. Es ist auch wirklich egal, ob ihr jetzt im Frost-Mage, Feuer-Mage oder Arcane-Mage seid. Es geht wirklich mit jedem. Schaut einfach, dass ihr wirklich nicht zu viel pullt. Die machen wahnsinnig viel Schaden. Schaut, dass ihr euer Frostnova immer bereit haltet. Und wie gesagt, das kann richtig schnell gehen. Es kann 2 Stunden dauern, es kann 4 Stunden dauern, es kann mehrere Tage dauern. Oder ihr habt so viel Glück wie ich und ihr kriegt das innerhalb von 3 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, einen Kommentar hinterlassen würdet oder ein Abo da lassen würdet. Der Button ist gleich unterm Video. Wenn ihr natürlich noch sehen wollt, wie man den Stab des Volumanten bekommt, den ich hier gerade in Händen halte, dann packe ich euch einfach einen Link in die Infobox direkt zu dem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis denn. Tschüss.